Herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von Jazz bis Austria. Als Thema haben wir heute Michael Thal, den Zauberer vom Riga, und dazu haben wir uns den Meister der Klassiker eingeladen. Ja. Herzlich willkommen, Karl-Heinz. Schön, dass du wieder bei uns in Wien bist. Ja, wunderschönen Tag, meine lieben Zuseherinnen und Zuseher, wenn Sie live dabei sind. Heute wunderschönes Maiwetter und ich hoffe, dass ich Ihnen auch einige schöne Beispiele aus dem Schaffen des Zauberers Michael Thal mitgebracht habe. Ich weiß nicht, Harald, sollen wir gleich hineinsteigen in die Materie? Ja, Michael Thal, einer der Schachspieler, der die Schachwelt fasziniert hat, der sie begeistert hat. Er wäre übrigens heuer im November 80 Jahre alt geworden, geboren 1936 im November in Riga. Und ja, er wurde bekannt für einen Stil, den man mit Schach Spielen à la Michael Thal ja charakterisieren könnte. Unglaublich kreativ, unglaublich mutig, unglaublich rechenintensiv und fantastische Opfer. Wir werden heute einige unbekanntere Beispiele aus dem Schaffen von Michael Thal zeigen, wo wir uns über die Art und Weise unterhalten werden, wie man einen Königsangriff effektvoll und effizient zugleich ja, führen kann. Und Harald, vielleicht könnten wir mit einer Partie beginnen, die er beim Keres Memorial 1979 gegen den Finnen Rantanen gespielt hat. Und schauen wir uns vielleicht die ganze Partie an, weil es ist auch symptomatisch, wie er aus der Öffnung heraus agiert, um dann seine Kombination vom Stapel zu lassen. Gut, E4, C5. Sizilianische Verteidigung entwickelt sich hier. Und Michael Thal spielt Springer F3, Springer C6, Läufer B5. Etwas ist interessant, Harald. Michael Thal, der Meister der Kombinationen, hat ganz selten Gambits gespielt. Das Königsgambit zum Beispiel kommt in seinem Schaffen überhaupt nicht vor. Er hat seine fantastischen Kombinationen immer auf der Basis seiner gesunden positionellen Strategie vom Stapel gelassen. Zuerst zentralisieren, dann opfern. Nicht umgekehrt. So könnte man das vielleicht einmal in den Raum stellen. Gut, hier kann Schwarz mehrere Strategien anwenden, wie er diesem spanischen Spiel der sizilianischen Verteidigung hier mit Läufer B5 begegnen könnte. Rantanen wählt den Aufbau mit E6, will den Springer nach E7 stellen und nach einem Abtausch auf C6, den er weiß plant, mit dem Springer wieder nehmen. Rochade, Springer E7, Springer C3, A6 und Thal nimmt hier den Springer und Rantanen schlägt mit dem Springer zurück. Eine sehr solide Variante von Schwarz Radjabov, der Spieler aus Aserbaidschan, der Weltklasse-Spieler, spielt auch diesen Aufbau als Schwarzer gegen Läufer B5. Kleiner Nachteil, der Springer sollte auch am Königsflügel auf F6 den König schützen. Das tut er nicht. Und wir werden sehen, wie Thal das auszunützen versteht. D4. C mal D, Springer mal D. Thal geht hier in einen offenen Sizilianer über und Rantanen spielt D6. Ein Art Scheveninger Aufbau mit einem fehlenden Springer auf F6. Turm E1. Der Turm wird auf eine zentrale Linie gestellt, schaut den König an. Eventuell sind einmal Motive mit Springer D5 in der Luft, die hier eine E-Linientaktik ankündigen könnten. Aber nun ist der Königsflügel zumindest sehr schön fertig entwickelt. Schwarz spielt Läufer D7, auch ein bekanntes Verteidigungsmuster. Er möchte auf D4 die Springer tauschen und dann den Läufer nach C6 stellen, um so seinem schönen Läuferpaar, das er ja hat, Arbeitsmöglichkeiten zu geben. So, Thal kommt ihm hier zuvor und tauscht selber auf C6 und Schwarz könnte jetzt mit dem Läufer, aber auch mit dem Bauern wieder nehmen. Rantanen entscheidet sich mit dem Schlagen mit dem Bauern zum Zentrum hin und Schwarz hat ein sehr solides Bauernzentrum auf der sechsten Reihe, ein Läuferpaar, unmittelbar ja, sieht man keinerlei Gefahren. Allerdings, wie gesagt, ein Springer auf F6 wäre hier eine super Verteidigungsfigur, die steht nicht da und Thal spielt Dame G4. Ja, und wie du ja schon am Anfang erklärt hast, sehr klassisch gespielt eigentlich. Jede Figur von Weiß zieht einmal, Weiß hat seine Entwicklung beschleunigt und hat hier doch schon einen spürbaren Entwicklungsvorsprung. Also eigentlich sehr lehrreich auch dieser Aufbau für Kinderschach, oder? Absolut richtig. Und was hier noch lehrreich ist, dass bei einem Königsangriff eben
die stärksten Figuren mitspielen müssen. Und die Dame taucht hier bereits auf und du hast von Entwicklung gesprochen. Die Dame will die Entwicklung des Königsflügels ein bisschen verzögern. Aufpassen muss sie nur, wenn du das Jugendschach erwähnst, dass sie in der Diagonale zum Läufer D7 steht. Und das nützt hier Schwarz sofort aus, um den Griff im Zentrum zu erhöhen und seinem Läufer eine Diagonale freizugeben. Schwarz spielt E5. Und die Dame zieht sich noch G3 zurück, bleibt weiter mit Kontrolle auf den Punkt G7. So, Schwarz spielt jetzt eine Art künstliche Rochade. Er spielt den Zug F7, F6. Auf den ersten Blick schaut es ein bisschen eigenartig aus. Hier so ein Zug, aber er möchte seinen Läufer nach E7 stellen, den König vorher nach F7 und so dann den Turm nach E8 und dann den König nach G8. So eine Art künstliche Rochade und einen Bauernwall errichten, den hier Dahl aus der Sicht des Schwarzen hoffentlich nicht knacken kann. Ja, und weil du sagst Bauernwall errichten, wir sehen ja, Weiß hat hier einen schwarzfederigen Läufer noch. Und er versucht ihn auch, denke ich, ein bisschen durch diese Bauern hier einzuschränken. Richtig, richtig. Du hast ihn erwähnt, diesen Läufer, und der entwickelt sich noch E3. Und Schwarz spielt dieses angesprochene Manöver, König F7. Und klassisch, Dahl, die letzte Figur, die noch untätig ist, der Turm von A1, wird ins Zentrum befördert, noch D1. Schaut auf diesen rückständig gewordenen Bauern D6. Und ich denke, das ist auch was, was wir immer von den Meisterpartien sehr gut lernen. Mhm. Alle Figuren werden zuerst einmal optimal platziert, bevor dann der eigentliche Angriff erfolgt. Und das ist auch für Dahl ganz typisch. Die schönsten Opfer entstanden nicht durch rasante wilde Gambits, sondern beruhten auf solidem Positionsspiel. Lasker hat einmal gesagt, das Kombinationsspiel wird durch Positionsspiel vorbereitet. Und das wusste Dahl sehr genau. Und bevor er am Königsflügel losschlägt, sehen wir nun ein Intermezzo am Damenflügel. Dahl spielt Springer A4. Okay, Läufer E7, Läufer von Schwarz und Springer A4. Ja. Die Idee ist es hier einmal, diesen Punkt B6 auszunützen. Er würde dann das Läuferpaar des Schwarzen dezimieren. Die größere Idee ist allerdings, das Spiel des Schwarzen im Zentrum einzuschränken. C4 soll passieren, um diesen Vorstoß D6, D5 unmöglich zu machen, beziehungsweise so effizient wie möglich zu erschweren. Turm B8. Der Turm geht auf die halboffene Linie, B3, dieser Bauer wird gedeckt, C4 wird solide vorbereitet, Turm Emil 8, Schwarz steht knapp vor dem Beenden der künstlichen Rochade, C5 von Schwarz. Das ist jetzt ein Zug, Harald, wenn wir uns den so ansehen. Dieser Bauernzug hinterlässt Lücken, nicht? Wenn wir schauen, dieses Feld D5 ist nun in weißer Hand, der Bauer D6 ist entsetzlich rückständig geworden. Offenbar verlegt sich Schwarz jetzt auf die Taktik des Wartens, des sich Einbunkerns und des darauf Hoffens, dass Dahl nicht wird durchdringen können. Aber wir werden sehen, wie das der große Zauberer aus Riga schaffen wird. Natürlich geht der Springer zurück nach C3, der hat ein super Feld entdeckt auf D5, von wo er ja einen ganz tollen Weideplatz für seine Angriffe dann finden wird. Läufer F8 und jetzt geht's los. Dahl muss, wenn er zum König vordringen will, Linien öffnen. Und es bietet sich hier an, einmal auf der F-Linie zu spielen. Es folgt sofort F4 und der schwarze König geht jetzt nach G8 zurück. Und wenn man dieses Stellungsbild sieht, glaubt man, also Schwarz hat ganz normal rochiert. Aber das hat doch ein bisschen länger gedauert als sonst. Nur die Stellung des Schwarzen ist sehr fest und sehr solide und ihm ist nicht leicht beizukommen. Turm F1, der Turm wandert auf die F-Linie und Schwarz spielt Dame C8, um vielleicht einmal mit dem Läufer noch G4 rauszukommen. Und jetzt beginnt Dahl mit dem Angriff. Er startet mit der Linienöffnung der F-Linie, F mal E. Und jetzt da hat der Schwarze bereits zwei Möglichkeiten, hier, ja eigentlich drei, auch mit dem Turm, hier rückzuschlagen. Wenn er, und das ist in der Partie nicht passiert, mit dem D-Bauern nimmt, dann könnte schon Turm mal F6 kommen. Und Schwarz hätte die interessante Verteidigung Läufer G4.
was die G-Linie unterbricht und beide weißen Türme hängen lässt oder angegriffen sein lässt. Der D1-Turm hängt, der F6-Turm hängt. Hier hätte Dahl ein schönes Qualitätsopfer geplant. Er hätte auf F8 weitergeschlagen, Turm mal F8 und mit Turm D5 fortgesetzt. Und das ist ein Beispiel für ein positionelles Opfer. Die Qualität hat Dahl weniger, aber die schwarze Stellung ist enorm zersplittert, die Bauernstellung. Er hat schon einen Bauern weniger und wird den C-Bauern, wahrscheinlich auch den E-Bauern verlieren. Und dieser starke Punkt D5 gibt Weiß hervorragende Kompensation für die Qualität. Aber so ist es nicht gekommen. Rantanen hat mit dem F-Bauern wieder genommen. Und Dahl spielt Springer D5. Und jetzt, das sieht man sehr häufig, wenn die Figuren Energie bekommen, wenn sie zum König ziehen, dann tauchen sofort Drohungen auf. Springer F6 ist hier eine Drohung. Wir haben schon einmal dieses Feld F6 als taktische Schwäche gesehen. Die Dame steht goldrichtig auf G3 und deshalb zieht der König nach H8 zurück. Aber auch dieser Zug hat einen Nachteil, denn Harald, wir wissen, was die Türme lieben. Reihe 2 und Reihe 7 und plötzlich bricht der Turm auf die 7. Reihe ein. Und wir sehen zum Damenflügel rüber bis A7 hat er eine wunderbar offene 7. Reihe, aber auch am Königsflügel ist der Punkt G7, vielleicht auch einmal der Punkt H7, ja, berstend und brechend und ja, jetzt könnte der Schwarze den Turm mit Läufer E6 vertreiben. Also Läufer G4 war Partie, aber wir analysieren kurz Läufer E6. Ja, und jetzt zeigt sich, dass die schwarze Dame an Atemnot leidet. Es würde Turm C7 folgen. Wir sehen, wie fantastisch die Figuren zusammenspielen. Dahl öffnete die F-Linie und dem Läufer E3 die Diagonale bis H6. Einziger Zug für die Dame noch D8 und noch Läufer G5 bricht die schwarze Stellung bereits zusammen. Ein wunderschönes Beispiel für die Harmonie der weißen Figuren. Die Dame deckt den Läufer, der Springer deckt den Turm, der Läufer greift die Dame an, die kein Feld hat. Der einleitende Bauerntausch auf der F-Linie hat dieses schöne Zusammenspiel ermöglicht. Deshalb, und wenn wir zurückgehen nach dem Einbruch nach F7, hat Schwarz seinen Läufer nicht nach E6, sondern nach G4 gestellt. Mit Angriff auf den Turm D1. Und jetzt kommt etwas, Harald, was du bereits schon öfters zitiert hast. Dahl sagte immer, man muss seinem Gegner zeigen, dass 2 und 2 eben nicht 4, sondern 5 ist. Dass eben Schach nicht immer nur das einfache Antwortspiel ist, ich greife an, du ziehst weg. Dahl machte es eher so, ich werde angegriffen, ich ziehe nicht weg, sondern greife dich an. Und das ist also auch hier in dieser Stellung angewendet worden. Bevor wir den Dahlschen Genieblitz zeigen, schauen wir uns einmal an zwei plausible Möglichkeiten. Er könnte auch hier Turm C7 spielen, nicht? Und die Dame angreifen. Das wäre auch möglich, aber Schwarz würde sich auf D1 bedienen und hätte dann mit zwei Türmen für die Dame durchaus akzeptables Spiel. Vielleicht steht Weiß noch ein bisschen besser, aber es ist hier von einem konkreten Entscheidungsschlag keine Spur. Das ist die eine Variante. Die andere Variante wäre jetzt, wenn er den angegriffenen Turm, und das schaut am logischsten aus, noch F1 zieht. Ich denke, die meisten würden automatisch so ziehen wahrscheinlich. Ganz richtig. Das wäre ein positioneller Zug hier, der sicherlich ein bisschen Vorteil bewahrt. Dann würden wir auch die Idee des Schwarzen sehen. Schwarz würde seinen Läufer noch H5 zurückstellen, würde so versuchen, den Turm aus seiner beherrschenden Position auszuräuchern. Und gleichzeitig könnte er sich mit Dame G4, ein Rollentausch, jetzt dazwischen Läufer und Dame, zu entlasten versuchen. Noch Dame mal G4, Läufer mal G4, ja, ist die weiße Stellung vorzuziehen. Aber Dahl wäre nicht Dahl, wenn er sich mit diesem Linsengericht zufrieden gäbe. Es gibt da, ja, was sagen wir, Wiener Schnitzel, wenn wir schon in Wien sind, statt diesem Essen. Und ein unglaublicher Schlag von Dahl. Springer F6. Das ist ein Zug. Der Läufer G4 greift den Turm D1 an. Dahl denkt gar nicht daran, den wegzuziehen, sondern spielt auch seinen Springer noch auf ein bedrohtes Feld. Dieser Springer greift den Läufer G4 und den Turm E8 an und droht natürlich jetzt auch Richtung H7. Wenn die Dame nach H4 käme, dann würde sich dort großes Unheil über dem schwarzen König breit machen.
Naja, diesen Springer muss man wahrscheinlich entfernen. Schauen wir uns nur ganz kurz an, was passiert wäre, wenn Schwarz den Turm auf die 1 genommen hätte. Und dann, ja, erinnert mich das fast ein bisschen an unseren Slalomstar Marcel Hirscher, wie nun die weiße Dame in die schwarze Königstellung einfliegt. Dame H4 droht Matt auf H7. Jetzt kommt Bauer H7, H5. Gut gedeckt vom Läufer D1, so scheint's. Aber die Dame wedelt um diese Stange herum sozusagen und kommt noch G5. Und jetzt sehen wir, wie sich diese weißen Figuren dem schwarzen König genähert haben. Die große Drohung lautet Dame H6 Schach. Und wenn der G-Bauer nimmt, kommt Turm H7 Matt, dieses berühmte arabische Matt. Also zum Beispiel, weiß Ja, nicht, Turm B7. ganz genau. Ja, Turm B7 gerade nicht, das ist nämlich nur die eine wunderbare Verteidigung, denn dann könnten wir noch Dame H6 auf der siebten Reihe röntgenartig verteidigen. Dann würde er aber ein bisschen den Steilhang nehmen und würde noch G6 gehen. Und jetzt da hätte er hier auf H7 das Matt. Okay, zeigen wir noch ganz kurz, weiß nicht, Dame E6 als Beispiel. Ja, Jetzt funktioniert Dame ganz H6, genau, denke ich, oder? wunderbar. Ja, Bauer muss schlagen. ja. Und hier das arabische Matt. Weißt du, warum das eigentlich arabisches Matt heißt, Harald? Nein. Ja, es ist so, dass also im Laufe der Schachgeschichte fast alle Figuren ihre Gangart verändert haben. Die Dame zum Beispiel in der Renaissance, die dann weit ausladend also das ganze Brett ja, ziehen durfte. Aber Turm und Springer sind seit Menschengedenken sozusagen, ziehen die gleich. Und diese ältesten Figuren sozusagen, die ziehen, wie bei den urbanen Schachregeln, die nennt man eben dann, das nennt man das arabische Matt, weil das vom Ursprung her die noch gleich ziehen. Ja, immer wieder schön, deine Einwürfe zu hören. Ja, wir gehen aber zurück nach diesem Genieblitz und Rantanen hat diesen Springer ausgehaut, geh mal F6. Und Dame H4. Na, wir schauen natürlich, dass wir hier Matt geben können auf H7. Und die einzig sinnvolle Verteidigung, richtig, ist es, den Läufer von F8 dazwischen zu stellen. Läufer G7. Man könnte, aber das hat Dahl nicht gespielt, Turm mal D6 spielen. Man könnte den Turm wegziehen, aber es ist hier ein weiterer ganz, ganz kräftiger Angriffszug von Dahl drinnen. Er spielt Läufer H6. Möchte diesen Verteidigungsläufer auf G7 tauschen. Und Rantanen nimmt den Turm auf D1 weg. Ja, es gibt ja hier schon viele wunderbare Mattbilder, denke ich, oder Turm D1, Turm G8 zum Ja. Beispiel, oder? Frisst und schlägt auf F6, oder? Ja, Oh, da ich haben, bin na, nicht sicher, ob vielleicht. es dann noch mit der Dame Verteidigungen gibt. Dahl spielt, glaube ich, sehr genau und findet die einzigen Züge. Auf andere Züge gibt es immer wieder gewisse Verteidigungschancen, aber dieses Läufer H6 ist hier wirklich also ein ganz wichtiger und schöner Zug. Okay, wie gewinnen wir nach Turm G8? Nach Turm G8. Wie gewinnen wir überhaupt? Gewinnen wir überhaupt? Siehst du einen Gewinn, Harald, auf die Schnelle? Schau mal. Okay, Turm mal D6 ist Ja, interessant. ja. Also wir müssen bedenken, wir haben da schon einiges weniger. Wir sollten da sehr genau spielen. Ja, aber wenn wir also die Partie anschauen, probier mal deine Variante mit Läufer mal F6, Läufer mal G7. Okay, muss Dame G8, Ja, oder? Und Turm mal D6 Turm mal wahrscheinlich, oder? D6. Und schaut recht vielversprechend aus. Ja, Okay, sagen wir, Weiß hat Vorteil und gehen zur Partie. Gehen zur Partie über, wo hier Rantanen den Turm auf D1 genommen hat, mit Läufer G4 mal D1. Schwarz muss jetzt da schauen, dass er da überlebt. Es wird ihm nicht gelingen. Läufer mal G7 Schach, König G8. Und jetzt kommt ein ganz ein fantastischer Zug. Es gibt hier nur einen einzigen Gewinnzug in dieser Stellung. Vielleicht schauen unsere lieben Zuseher mal konzentriert rein, was hier möglich ist für Weiß.
dieses Zusammenspiel der drei Figuren, Turm F7, Läufer G7 und Dame H4, finde ich ausgesprochen bemerkenswert. Dahl spielt hier den fantastischen Zug Läufer H8. Er räumt die siebte Reihe. Und bleibt auf F6 drauf. Dem Schwarzen bleibt nicht viel anderes übrig, als den Turm, zu nehmen. Und jetzt kommt Matt in zwei Zügen, Dame mal und Dame G7. Und dieses Mattbild mit zwei Türmen weniger habe ich so auf diese Art noch gar nie gesehen, dass der Läufer auf H8 die Dame unterstützt. Normalerweise ist er dort der Läufer hinter der Dame auf F6 oder auf dieser Diagonale A1 H8 postiert. Ja, sehr ästhetischer Zug. Ja. Also wir haben gesehen, wie hier Dahl diese Partie angelegt hat. Vielleicht können wir drei, vier Merkregeln noch zusammenfassen von dieser Partie. Also rasche Entwicklung. Die Figuren auf die besten Felder stellen, schnörkellose Entwicklung, solides Spiel bereitet einen Königsangriff am besten vor. Und wir haben bei Dahl auch gesehen hier das Unerwartete, das hier also ganz, ganz fantastisch eine Anwendung fand, wo er eben nicht zurückschlug, sondern mit Springer F6 selber auf Angriff und auf fantastische Kombination setzte. Und natürlich noch das wunderschöne Läufer H8. Ja. Gut, wir schauen uns jetzt die zweite Stellung an. Für eine ganze Partie fehlt uns vielleicht die Zeit. Wir nehmen uns ein paar Kombinationen von Dahl vor und steigen ein in eine Partie Dahl-Carlsson-Jerewan 1980. Französische Verteidigung ist es gewesen. Sehen wir ein bisschen an dieser typischen Bauernkette. Und wir sehen hier etwas, der schwarze König hat müssen sein Schatzkästchen öffnen sozusagen. Die Bauernstellung ist sehr, sehr zerrüttet. Der G-Bauer fehlt. Kortschner hat einmal gesagt, wenn ein Bauer in der Königstellung fehlt, der bitterste ist der G-Bauer. Und der H-Bauer ist auch schon sehr weit vorgezogen. Und wir sehen, dass Weiß schon einige Figuren am Königsflügel postiert hat. Jetzt ist also diese Partie aus einem Grund lehrreich, dass Dahl hier in Überlegung, wie er hier weiterkommt, Tausch anbietet. Er sieht, dieser Läufer E7 ist der wichtige Verteidiger der schwarzen Felder in der schwarzen Königstellung und spielt jetzt den schönen Zug Springer G5 und greift den Turm an. Schwarz hat zwei Möglichkeiten. Er kann jetzt diesen Läufer auspfeffern oder er kann den Turm wegziehen. Wenn er den Turm wegzieht, noch G7, also zum Beispiel, dann ist jetzt der H-Bauer, der vorgezogene H-Bauer, schwach und Dame F3 legt sofort den Finger auf die Wunde. Und wenn der Bauer wieder weiterzieht, noch H4, dieser angegriffene Bauer noch, kommt Dame H5 Schach. Die muss und König wir, ja, und wir nehmen den Bauern weg. Ja, und haben jetzt da hier bei anhaltendem Angriff auch diesen Bauern entfernt und der Schwarze hat noch weniger Bauernschutz. Deshalb hat der Schwarze hier diesen gefährlichen Springer rausgenommen. Läufer mal G5, Dame G5. Und das erinnert mich wieder an einen Ausspruch. Man hat gesagt, Dahl ist der Paganini des Schachspiels. Der spielt Paganini mit einer Geigenseite so fantastisch. Und sobald der Dahl eine Linie hat, wo er seine Schwerfiguren hat, dann geht's rund. Und ich würde sagen, hier der Paganini der G-Linie hat hier bereits wieder einen ganz gefährlichen Angriff. Dame F6 ist die Drohung. Und wir sehen, kaum ist der Läufer weg, ist die schwarze Königstellung sehr, sehr schwach geworden. Schwarz versucht jetzt da auch diese Strategie des Tausches anzuwenden, aber er übertreibt sie. Dame D8, die Dame tauscht Dahl nicht, er zieht sie weg nach F4 und jetzt kommt der entscheidende Fehler. Das ist übrigens oft so in den Partien von Dahl, wo er angriff, seine Gegner sind unter dem Druck zusammengebrochen. Die haben 2, 3, 4 genaue Verteidigungszüge gemacht, der fünfte hat nicht mehr passt und aus war's. Auch hier, Schwarz tauscht den Turm auf auf H7, spielt ihn noch G7. Das ist ein entscheidender Fehler. Denn diesen Turm wird Dahl gerne tauschen, denn er hat ja das Manöver Turm A1 auf A3 und bringt den nächsten Turm heran. Und dann wird er Übergewicht im kritischen Kampfsektor haben. Also Turm G7, schwerer Fehler. Dame E7 wäre ein besserer Zug gewesen, der auch dem anderen Turm ermöglicht, hier in der Verteidigung mitzuspielen.
Ja. So. Turm mal G7, König mal G7 und wir haben schon gesagt, der Turm auf A3. Ist die Werbung verboten? Wie du weißt, Harald, ich sage immer, es ist unser Red Bull-Turm. Das heißt ja so schön, Red Bull verleiht Flügel und es ist dieser Turm, der sozusagen vor der Bauernreihe fliegend einschwebt. Mit dem Red Bull-Turm gewinnst du im Königsangriffssturm, ist so ein Spruch, den ich meinen Schachschülern sehr gerne sage. Und Nachdem wir schon den Sponsorenmakel abgeklebt haben, darfst du das ja, ruhig erwähnen, ja. gut, wenn uns der Herr Matisch jetzt was zahlt, hätten wir nichts dagegen, aber das wird es vielleicht nicht spielen, fürchte ich. So, Turm A3. Ja, und der Turm ist hier, schwebt ein und es droht jetzt da. Es droht jetzt bereits. Auch der Springer auf C5 möchte da natürlich mitspielen. Springer mal E6. Schach mit Gabel auf D8 und König G7. Die F-Linie öffnend und dann würden die beiden Schwerfiguren den König alleine erlegen. Aber das will Schwarz nicht zulassen. Er spielt H5, H4, um dem Turm nicht das Feld G3 zu gönnen. So, Dame G4, Schach. Wenn der König auf die H-Linie geht, ist Turm H3 weniger baulich für den Schwarzen. Deshalb wendet er sich in die andere Richtung, geht noch F8. Und jetzt zeigt Dahl wieder die Probe seines taktischen Genies. Er spielt Springer mal E6, öffnet die F-Linie. Es geht ohne Taktik eben nicht. F mal E bei ihm und Turm F3. Und Schwarz hatte bereits genug gesehen. Wir können gerne diese Variante bis zum Ende durchspielen. König E8, wenn er sich jetzt hier wegwendet, dann wir nehmen den E-Bauern mit Schach. Die Dame stellt sich vor, jetzt da schauen wir, dass wir diesen Springer auf B6 mit Schach kriegen. Deshalb Dame C6 Schach. Die Dame stellt sich vor, Dame G6 Schach. König D8, jetzt holen wir den einmal mit Schach, diesen Springer, Dame C7 und nach Turm F8 ist es endgültig vorbei. Ja, wir würden also die Dame jetzt tauschen und dann den Turm auf A8 gewinnen. Okay, was können wir aus dieser Partie lernen? Im Königsangriff sollten wir als Angreifer dann keine Angst vor dem Tausch haben, wenn wir schnell Nachschub in den kritischen Kampfsektor werfen konnten, wie das hier in dieser Partie passiert ist. Und wir sollten auch immer über Möglichkeiten nachdenken, wie wir hier den Nachschub zum Königsflügel bekommen. Und ein probates Mittel ist eben dieser Turmschwenk, der hier mit Turm A1 auf A3, G3 verwirklicht wurde. Und was wir auch gesehen haben, wenn zwei das Gleiche tun, muss es nicht dasselbe sein. Schwarz hat hier versucht zu tauschen, hat getauscht, aber das war schlecht, weil er hat eben seine guten Verteidigungsfiguren weggetauscht. Und das hat dem Weißen ermöglicht, hier in wenigen Zügen diesen Königsangriff erfolgreich zu Ende zu bringen. Jo, wir schauen weiter, Harald. Dahl hat uns ja hunderte solcher Beispiele geliefert. Und ja, ich habe mich für heute bemüht, meine lieben Zuseherinnen und Zuseher, Beispiele zu bringen, die man selten in Lehrbüchern findet. Die großen Kracher gegen Smyslow, Fischer, Petrosjan, Jan Botwinnik vor allem schauen wir uns in einer anderen Sendung an. Heute wollen wir einmal ein paar grundlegende Motive des Königsangriffs anhand unbekannterer Beispiele studieren. Hier haben wir ein Beispiel, wo der schwarze König unrasiert ist, wie der Herr Gmoch gemeint hat, also unrangiert torkelt und taumelt er durchs Zentrum. Aber auch Schwarz hat in dieser Stellung durchaus berechtigte Chancen, die vielleicht auf dem Nadelstich B4, B3 beruhen. Weiß noch natürlich nicht, nachdem hier die Dame auf A5 ungeschützt ist, aber dieser Angriff B3 wird eine große Rolle spielen als Verteidigungsressource. Die Frage ist, wie können wir diesem König auf D6 beikommen? Es geht bei diesen Jagden auf Wanderkönige natürlich auch darum, dass wir mit Tempo spielen, mit Angriff arbeiten und vor allem unsere wendigste und stärkste Figur in den Angriff einbinden. Und das ist natürlich nun mal unsere Dame auf D2. Ja, und die Dame auf D2 spielt jetzt einen Zug, ich würde sagen ein Multi,
funktioneller Zug, ein Multivitaminzug. Übrigens glaube ich, ist das auch eine gute Methode, wenn wir Züge wählen und nicht genau wissen, wofür sollen wir uns entscheiden. Wenn ein Zug mehrere Funktionen erfüllt, auch mehrere Drohungen beinhaltet, ist es oft der Hinweis, dass wir einen guten Zug gefunden haben. Und Dahl findet diesen Zug mit untrüglichem Instinkt. Er spielt Dame F2. Die erste Drohung ist evident. Dame mal D4. Der Bauer auf D4 hängt und das würde den schwarzen König fast im Alleingang erledigen. Der Turm auf E5 wäre dann auch bedroht. Die zweite Drohung ist subtiler und zwar die Drohung Dame H4 mit unangenehmstem Einstieg auf E7. Und würde hier den Wanderkönig sozusagen von hinten, von der siebten Reihe, die wir heute schon einmal in der Eingangspartie gesehen haben und uns von deren Wichtigkeit überzeugen konnten, ja, hier von dort erledigen. Und diese Partie hat mir insofern sehr gefallen und hat mich fasziniert, weil bis zum Ende der Partie macht Dahl jetzt nur Damenzüge. Ein Rock'n'Roll sozusagen. Die Dame, die wendige Dame, dreht sich hier im Kreis und schau mal an, wie diese Ästhetik hier vonstatten ging. Schwarz spielt den Turm E3. Bringt seinen Turm in eine aktive Position, bedroht den Bauern D3, bleibt auf der E-Linie. Und ja, blockiert den D4 Bauern und deshalb setzt die Dame noch H4, wo sie eben von E7 hier dem schwarzen König den Garaus machen wird. Wenn wir mal schauen, noch B4, B3 jetzt. Schwarz kommt eben um das Eizerl zu spät. Too less, too little, hat Bobby Fischer einmal gemeint, anlässlich einer Kommentierung einer seiner Partien. Und Chess ist Timing, das stammt auch vom großen Bobby, das ist hier ein wichtiger Punkt. Weiß ist am Zug und ja, wird dem Schwarzen keine Möglichkeit mehr geben, seinen Gegenangriff zu spielen. Dame E7 Schach. Wenn wir schauen, diese Dame war vor wenigen Zügen, vor zwei Zügen noch wirkungslos auf D2 und jagt jetzt den schwarzen König gnadenlos zu Tode. König E5. Auf die C-Linie kann der König nicht wirklich, weil dann kommt Turm HC1 und auch da wird matt. So, König E5, der ist immer weiter im Zentrum. Dame C5. Ein wunderschöner Tanz rund ums Brett. Der Springer hängt, das ist aber kein Problem mehr, den nimmt der Schwarze weg. Okay, König F6 wäre sofort matt, mit oder? Dame G5, ganz genau. So zögert das noch ein bisschen heraus. Dame G5 Schach. Ja, König F3, wir locken den König hinunter, ganz hinunter und jetzt Dame G2 matt. Noch der schöne Clou, dass der Verteidigungszug Turm E3 dem König ein Fluchtfeld versperrt. Und dann heißt es, man soll nicht immer mit derselben Figur ziehen, oder? Du weißt ja, was ich immer betone, Harald, gute Spieler, du bist einer, Oh. die kennen die Regeln, Dahl kennt die Ausnahmen. Und das war eben so eine Stellung dazu, gell? Ja. Wenn wir weiterschauen, Harald, dann gibt es natürlich noch etwas, was man Dahl immer nachgesagt hat. Dahl habe das Glück gehabt, Dahl habe die Sau gehabt, Dahl habe ja nur gewonnen, weil sein Gegner eben diesen Fehler gemacht hätte. Wenn er ein bisschen genauer gerechnet hätte, sein Gegner, dann wäre das nie passiert und so weiter. Also das sprichwörtliche Dahlsche Glück. Aber Dahl hat dieses Glück auch sehr wohl immer wieder gezwungen und hat also dieses Sprichwort, der Tüchtige hat auf Dauer Glück, also wirklich bestätigt. Und was er gerne gemacht hat, ist seinem Gegner ja Gelegenheiten gegeben, Fehler zu machen. Wenn der Gegner Alternativen suchen muss, wenn er zwischen zwei, drei Varianten wählen muss, dann ist die Chance viel größer, dass er fehlgreift, als wenn er immer nur eine Alternative oder eine klare Antwort hat. Dann Und lass mich mal raten. Hier springe ich Springer G5 und habe einen schönen Doppelangriff, oder? genau, und das hat der Schwarze Robert Wade genauso gesehen, Ui. Harald. Und du bist hier auf den Spuren des Schwarzen. Dein einziges Pech ist, Aber der dass dein Tal war Gegner weiß, oder? Dahl heißt, Ja. richtig? So, spielen wir mal Springer G5. So, jetzt ist Dahl am Zug. Der Springer G5 greift den Läufer auf H3 mit Schach an, also das muss ich verhindern. Andererseits greift er auch den Bauern auf E4 an. Jetzt wird sich Dahl gedacht haben, ich könnte natürlich den Läufer noch G2 zurückziehen und den Bauern decken. Ja? Aber Dahl hat sich gedacht, ich kann ihn ja auch mit Läufer F5 decken. Aber was ist, wenn er dann G6 spielt?
Dann muss ja den Läufer wieder zurückziehen und dann hängt der Bauer E4 erst recht. Aber Dahl ist Dahl. Und Dahl rechnet dann noch ein bisschen weiter und denkt sich, vielleicht spielt er G6. Und schon ist der Fehler da, denn mit diesem Zug, den hier Schwarz recht selbstsicher gespielt hat, hat er plötzlich eine Schwäche auf F6 geschaffen. Und mit untrüglichem Instinkt spielt hier Dahl Läufer D7. Und die Partie war bereits entschieden, denn die Dame kann diesen kecken Läufer nicht nehmen, wegen Springer F6. Gabel, und der schöne Gabel, auf Dame, Turm und König. Und andererseits hat der Turm kein sicheres Fluchtfeld. Das heißt, mit diesem kleinen, aber feinen Trick hat Dahl die Qualität und wenig später auch die Partie gewonnen. Schön. Glück gehabt, oder? Glück, also wieder Kick kommt der Dahl, dass der Schwarze G6 spielt. Richtig. Das war das Dahlsche Glück. Aber man muss das einmal sehen. Fehler provoziert natürlich. Fehler provoziert. Ja. Schauen wir die nächste Partie an. Da haben wir nämlich etwas Ähnliches. Mir fehlt immer das Glück. Heißt. Gegen mich hast du es immer. Okay. Okay. So, diese Stellung ist auch sehr, sehr interessant. Wenn wir das jetzt anschauen, wir sehen, auch hier ist der G-Bauer aus der schwarzen Stellung herausgebrochen. Der König auf G7 steht Mutterseelen alleine da. Momentan fehlen aber dem Weißen die großen, ja, zündenden Ideen, wie er mit den beiden Schwerfiguren hier dem König beikommen könnte. Und noch etwas ist hier bemerkenswert, der Bauer auf B4 hängt. Dame D6 mal B4 ist in gewisser Weise eine Drohung. Und vielleicht noch etwas ist bemerkenswert, der Läufer B3 beißt ziemlich auf Granit. Der tut auf dieser Diagonale nichts. Und Dahl gibt jetzt schon wieder dem Schwarzen die Möglichkeit, fehlzugreifen. Er spielt Läufer C2. Lässt den B4-Bauern einstehen, aber lässt seinem Läufer C2 Frischluft atmen. Dahl ist überhaupt sehr gut zu seinen Figuren. Er hat irgendwie das Gefühl, wo die hinwollen, wo sie sich wohlfühlen, wo ihre Jobs liegen. Und dieser Läufer, der hat eben den Job auf dieser wunderbaren Diagonale B1, H7. Auch hier wieder das Glück, das der Dahl gehabt hat. Der Schwarze hat den B-Bauern genommen. Und jetzt wird diese Dame auf B4 zwar den Bauern also sich schmecken lassen, aber wird im Endeffekt nur mehr ein Beileidstelegramm an den einsamen König schicken dürfen. Ja, es schaut ja optisch alleine schon ziemlich gefährlich aus, der einsame König und die ganzen schwarzen Figuren am Damenflügel, oder? Richtig, während sich die weißen Figuren ja wie ein Gewitter über den schwarzen König zusammenbrauen. Das hast du wahrscheinlich gesagt, Harald. Ja? Wahnsinn. Meine poetische Ader. Aber, weißt du, optisch schön ausschauen und dann zu einem Sieg ummünzen, sind zwei Paar Schuhe. Aber Dahl schnürt bereits die Mattstiefel. Und lassen wir die Zuseher einmal ein bisschen reinschauen. Was wird Dahl hier spielen? Er spielt Dame G4 Schach. Denn es gibt für den Schwarzen jetzt keine wirkliche Verteidigung mehr, wie er rauskommen könnte aus diesem verhängnisvollen Angriff der drei weißen Figuren. Schauen wir mal an, er spielt König F6. Das ist eine Möglichkeit, nicht? Dann würde ich sagen, Dame F5 Schach, König G7 und wie heißt der schön, Harald, mit einer Batterie verlierst du nie. Und Dame F5, Läufer C2, tolle Sache, es folgt Dame H7 Schach, ja, und Dame H8. Matt. Und wenn er rausgeht, ja, dann nehmen wir den H-Bauern und ist auch matt. Mhm. Ja. Also, das hat Schwarz bestimmt gesehen, aber er hat sich gedacht, ich ziehe den König einfach noch F8. Und jetzt, ich habe gesagt, Dahl ist sehr gut zu seinen Figuren. Jetzt zeigt sich, welch prächtige Diagonale der Läufer von B1 nach H7 inne hat. Noch vor wenigen Sekunden war auf B3 und jetzt stößt ihn bitte noch H7. Und nichts und niemand rettet den Schwarzen vor dem Matt. Wir sehen, wie durch Zauberhand haben sich diese Figuren hier um den schwarzen König versammelt. Und ja, großartig, wie einfach es im Endeffekt aussieht, wenn Dahl diese Figuren führt.
Was lernen wir wieder daraus? Wichtig ist ganz einfach, dass wir die Figuren am kritischen Kampfsektor schnell zusammenbringen, dass wir schauen, wo haben unsere Figuren die schönsten Plätze, um aktiv am Spiel teilzunehmen, und wir sollten dem Gegner die Gelegenheit geben, Fehler zu begehen. So wie es hier eben der Josef Pribiller Schwarzer in Tallinn 1977 mit seinem Dame B4 getan hat. Harmonie der Figuren. Ah, Harald, ja, so, und wir harmonieren auch sehr schön, ja, und gehen zur nächsten Partie, oder? Okay, Harald, wenn ich auf die Uhr blicke, glaube ich, bleibt uns nur mehr Zeit für eine ja, Stellung. Welche möchtest du denn haben? Nehmen wir vielleicht gleich die. Ich komme wieder nach Wien und zeige den lieben Zusehern sicher noch das eine oder andere schöne Beispiel her. Ich habe gesagt, Harald, mit einer Batterie verlierst du nie. Und wir sehen, wenn wir diese Stellung betrachten, Dalis Weiß, Riga 1965, da war er bereits wieder der jüngste Ex-Weltmeister der Geschichte, wie er immer betont hat. Da hat er den Revanche-Wettkampf gegen Botvinnik schon verloren gehabt. Ja, er hat einen Bauern mehr, aber Schwarz ist auf der A-Linie stark, Schwarz ist auf der Diagonale A8, H1 stark. Und ja, es ist jetzt auf den ersten Blick nicht ganz ersichtlich, ganz klar ersichtlich, wie hier Weiß diesem geschwächten schwarzen König zu Leibe rücken kann. Der Springer ist, oder besser gesagt, scheint gefesselt zu sein. Und solange der Springer gefesselt ist, kommt die Dame auch nicht auf ihr Wunschfeld H7, oder zumindest auf dieser Diagonale, dem schwarzen König näher. Aber Dahl, wie gesagt, zeigt auch hier wieder ein ganz, ganz großartiges kombinatorisches Talent und spielt hier Springer schlägt C5. Grundreihenmatt liegt in der Luft, oder? Es liegt ein Grundreihenmatt in der Luft. Es liegt also die Räumung der Diagonale nach H7 in der Luft. Allerdings kann natürlich jetzt der Schwarzspieler auf G2 nehmen. Das ist natürlich auch ein Punkt, den hier Dahl ganz sicher berechnet hat. Und Dahl dringt jetzt auf H7 ein mit der Dame. Grundreihenmatt gibt es noch ein paar Verteidigungsmöglichkeiten, weil ein Springer auf E8 dazwischen stellen könnte. Hier droht jetzt allerdings Springer D7 Schach. Der König müsste nach E8 und dann das Eindringen der Dame. Und die Frage ist, wie kann jetzt überhaupt Schwarz dem Ganzen entgegnen? Schwarz spielt einen interessanten Zug. Er hat schon einiges mehr und spielt Läufer H3. Droht selber matt auf G2, auf das muss man jetzt sehr achten. Überdeckt das Feld D7 und Dahl könnte jetzt diesen Läufer auf H3 nehmen. Aber dann würde sich Schwarz mit Turm A2, A1 entlasten und nach Turmtausch weiterkämpfen. Dahl findet hier eine geniale Lösung. Er spielt hier, nur um die Mattdrohung aufzuheben, Springer D7 Schach. Jetzt muss der Läufer eben diesen Springer nehmen. Und jetzt hat Dahl Zeit, seine Hauptdrohung zu verwirklichen, Läufer H6. Und es wird doch grundreinmatt. Es wird doch grundreinmatt. Deine Intuition habe ich schon immer bewundert, Harald, und ich freue mich, wenn wir das nächste Mal wieder fortsetzen können bei so fantastischen Beispielen. Ich bringe ein paar Grundreinmatts auch wieder mit. Und ja, ich hoffe, liebe Zuseherinnen und Zuseher, euch und Ihnen haben diese Beispiele gefallen. Wenn ich ganz kurz zusammenfassen darf, wenn wir über Dahls Glück reden, Dahl hat das Glück gezwungen. Dahl hat dem Gegner Gelegenheit gegeben, Fehler zu machen. Er hat nicht die wilden Gambits gespielt. Er hat nicht das so, koste es, was es wolle, vom ersten Zug weg Bauern geopfert, um schnell matt setzen zu können. Nein, er hat sich ganz klassisch, ganz nach harmonischen Prinzipien aufgestellt, schnell die Figuren entwickelt, das Zentrum beachtet, rochiert, und auf der Basis so eines harmonischen Zusammenspiels hat er seine unglaublich schönen Kombinationen vom Stapel gelassen. Wenn Sie, liebe Zuseher und Zuseher, auch auf diese Art einmal eine Partie gewinnen, an diese kleine Einheit jetzt zurückdenken, so würden Harald und ich uns sehr freuen, und ich
verabschiede mich von euch und von Ihnen mit dem Spruch: Lang lebe euer König. Herzlichen Dank, Karl-Heinz, für die tollen Partien und die netten Erklärungen. Wir werden uns, denke ich, demnächst wieder hier sehen. Und euch danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Baba!